Ältesten. Das sind wir. Schaut mich doch mal an. Ich weiß, jeder von euch hält mich für einen Arsch. Weil ich nicht gerne aufführe. Aber warum ist das so? Doch nur, weil es von mir erwartet wird. Als Vorgesetzter ist man immer zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und wenn ich euch anscheiße, dann reicht ihr es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette von Ärschen, die sich gegenseitig anscheißen. Eine defekatorische Pissrinne! Jubeln. Schaut euch doch mal um! Was machen wir hier eigentlich? Wir Keine sollen Ahnung. Einen Planeten sprengen, auf den wir eigentlich scheißen. Für Leute, die uns am Arsch vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Ärsche sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwartet wird? Und scheißen drauf! Na los, sagt es! Wir scheißen drauf! Jubeln. Nun, ich glaube, das war's. Ich könnte euch noch tausend weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Ärsche. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein! Oh nein, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Ärsche. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe der Organon! Das war super. Sind Sie zufrieden? Sehr inspirierend. Wie immer. Sauber. Dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so. Die Hymne. Los geht's. Organon. Organon. Was? Was für ein lahmes Publikum. Eigentlich sind Rufus' Gesangkünste hier komplett verschwendet. Trotzdem solltest du ihm helfen. Durch Klicken auf die Notenlinien, die Tonhöhe der Noten zu verändern, bis er die Melodie richtig mitsingt. Okay, ich soll das... Organon, oh, Organon, oh, oh, Organon. Was? Organon, oh, Organon, oh, oh. Organon. Hä? Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Oh Mann! Organon. Hä? Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Wie oft denn noch? Organon. Oh, Organon. Hä, warte mal kurz. Also, achso. Organon, oh, Organon, oh, oh, Organon,
Organon. 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 Das ist auch genau das gleiche. Organon. 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 Warte mal kurz. Organon. 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 Boah, ich hab auch einen Krebs bald. Organon. 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 Oh Gott, es ist anstrengend. Organon. Wir sehen uns. Ich mache kurz eine Pause, wir sehen uns gleich. So Leute, ich bin mal kurz zurück. Ich konnte es nicht mehr ertragen, deswegen habe ich rumgetestet, auch ein bisschen. Organon. Ja, ich habe rumgetestet. Und ja. Organon. Ich glaube, ich habe jetzt die Lösung. Organon. Ich musste ein bisschen der Musik nachmachen. Organon. 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 Organon.
Organon. Organon. Organon. O. O. Organon. Das ist ein bisschen die Musik, die kann man ein bisschen hören. Ja! Hand aufs Herz! Ihre geheimnisvolle Begleiterin. Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht.